Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alice Madness Returns. Mein Name ist EtitLP und wir sind nun mit unseren schönen Schiffchen abgesunken. Und müssen wir jetzt hier wirklich lang? Ich will mal gucken. Ich will jetzt noch nicht weiterkommen. Ich will eigentlich gucken, ob da beim Anfang noch was ist. Aber hier scheint es dann weiterzugehen. Okay. Gut, gehen wir mal in die andere Richtung. Ich will ja gucken, ob ich auch überhaupt alle Radularräume bekomme und so ein Kram halt. Umso mehr Rosen habe ich. Und die Rosen brauche ich. Ich bin schlecht. Ja. Habe ich schon gesagt, ich bin EtitLP. Ansonsten wisst ihr es jetzt. Na gut, ich denke mal, wenn ihr euch gerade das Video anguckt, wisst ihr sowieso, dass ich EtitLP bin, aber... Gauner trug eine groteske Kopfbedeckung spazieren. Hätte ich ein so unschickliches Accessoire, ich würde es verbrennen. Alle Beweise zerstören, seine Existenz verleugnen. Ich lege Wert auf meinen Ruf. Ja, mach ich auch. Schade, dass man hier nicht so schwimmen kann. Das wäre natürlich noch cooler. Aber irgendwie kommt es mir vor, als würde Alice jetzt noch schneller sinken. Beziehungsweise runtergehen. Ich kann mich natürlich auch irren, aber irgendwie wirkt es so. Ist das hier ein Radularraum? Nö. Ja, cool. Ein schönes Versteck vor allem. Okay. So, gucken wir mal. Jetzt kriegen wir auch, glaube ich, wieder neue Sachen mit dazu. Ja, da unten ist die Show. Hier geht's noch. Oh ne, nicht das Ding. Oh, ich erinnere mich an diese, Kapitel, wollte ich gerade sagen. An diesen Abschnitt. Na doch, eigentlich ist es ja das ganze Kapitel. An dieses Kapitel erinnere ich mich dann doch wieder. Das ist einfach nur nervtötend. Wäre schön, meine Nerven sind ja eh am Ende. Komm, wir brauchen dich nicht. Die Dinger töten uns halt, wenn wir sie berühren. Nur damit ihr Bescheid wisst. So. Kurz gucken. Da unten gehen wir dann auch noch hin. Ich weiß nur nicht, ob wir da jetzt so... Nee, nicht die scheiß Viecher wieder. Genau, wie sieht es eigentlich mit unseren Zehen aus? Ah, reicht noch nicht, okay. Erstmal hier gucken. Und da gucken und hier rein. Naja, war schon besser versteckt, sage ich mal. Nur das Schwarz war doch ein bisschen auffällig. Oh, naja. Will ich mich nicht beschweren. Eine Alice-Flasche. Und also die Dinger muss ich kaputt schlagen. Hatte ich jetzt so nicht mehr in Erinnerung. Sorry. Hühü. Ist hier noch irgendwo eine Kiste? Zwei Kisten sind irgendwie zu wenig. Hm. Egal. Aber das Outfit ist echt nicht hübsch. Tut mir leid, aber ich mag es echt nicht. Ich weiß nicht, wie findet ihr dieses Outfit, beziehungsweise was ist bisher euer Lieblingsoutfit? Och, Schnauze, wo bist du denn? Bestimmt wieder unter mir oder so. Ja, war doch klar. Muss ich nur überlegen, müssen wir da hin? Hm. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ach komm, wisst ihr, ich gehe jetzt einfach mal kurz hier runter und zur Not bringe ich mich dann einfach um. Die Sachen behalten wir ja sowieso. Ja, natürlich. Ah, ich hab die Zähnchen. Ja toll, jetzt hänge ich auch noch hier unten fest, oder was? Ah, da ist es. Was machst du, Alice? Alice! Wieder hoch. Bring ich hin. Komm beim nächsten Auftrieb. Ah, da sind ja sogar zwei Truhen. Ach ja, und auf den weißen Dingern können wir, glaube ich, stehen. Ja, ist auch so. Sehr schön. Ich überlege, es gibt... ich überlege gerade. Es gibt die roten, die weißen und ich glaube, es gibt noch blaue. Die blauen bringen uns zum Hüpfen, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre.
Es ist wie gesagt schon viel zu lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Beziehungsweise, dass ich es halt durchgespielt hatte, sagen wir es so. War es das jetzt echt mit Kapitel 2? Wenn ja, dann habe ich echt wenig gesammelt. Okay. In der Nacht des Feuers war ich die Letzte in der Bibliothek. Der Scheit, den ich in den Kamin gelegt hatte, glimmte nicht, als ich mit Dinah nach oben ging. Falls doch, bin ich vielleicht für den Tod meiner Familie verantwortlich? Das war echt Kapitel 2. Verlorene Seelen zeigen in der Offensive oft Schwächen? Wird echt Kapitel 3? Nee, noch Kapitel 2, okay. Na gut. Ach komm. Ist hier noch irgendwo was? Nö, nö. Nö. Genau, da haben wir doch die Hüpfe-Dinger. Vor allem, wie hoch wir dadurch hüpfen. Oh, nee. Nee. Komm, 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 komm. Das ist schlecht. Das ist gerade ganz schlecht. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Oh, den habe ich gehasst. Hol deine Bomben. Die Dinger sind sowas von nervig. Ist er tot? Oh. Hey, da hinten ist eine Erinnerung. Na, na, na. Na los, geh weg. Oh, welches ist denn jetzt das zweite? Das da, ja? Wie ich einfach mal die ganze Zeit immer ohne zu gucken springe. Auch schön. Beziehungsweise mit so gut wie gar nicht gucken. Freut mich, dass du meine Meereswesen magst, Alice. Nee. Ein Fotograf imitiert die Dinge. Ein großer Maler fängt echte Ähnlichkeit ein. Dem Amateur hilft die Kamera dabei. Okay. Ah, ich erinnere mich wieder. Ach so. Müll, Müll, geh doch hoch. Oh, danke. Ja, so eine tolle Rätsel haben wir jetzt andauernd, dass wir nur eine bestimmte Zeit haben, um die Dinger zu bekommen. Da hinten ist irgendwas. Ich kann mich jetzt gerade nur nicht mehr dran erinnern, was. Wir gehen da jetzt einfach mal hin. Müll. Müll. Gucken. Oh Gott. Okay, das ist schon echt ein bisschen fordernd. Aber ernsthaft jetzt. Nicht schlecht. Aber auch nicht gut genug für uns. Sehr schön. Oh, da ist eine Sprungstelle. Okay. Zehner. Zehner. Ebene. Was, eine Ebene? Ja doch, Ebenen gibt's ja. Ich glaube, hier war noch eine Schnauze. Genau. Nur wo? Lalala. Wo ist die Schnauze? Ach, da oben. Kriegst du von hier? Los, 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 los! Ah, zieh doch höher! Was? Achso. Okay, ich wollte gerade sagen, wie soll ich da jetzt hochkommen? Aber so geht das.
Na, na, na. Oh Gott. Ich hab vergessen, A zu drücken. Ich hatte gedacht, jetzt falle ich runter. Warum bin ich auf einmal so schlecht, ey? Aber okay, wie ich da jetzt zurückkommen will, seht ihr dann auch in der nächsten Folge von Let's Play Alice Madness Returns. Mein Name ist EZEP, ich sag danke fürs Zusehen, bis dann, Leute, tschüss.